Hallo zusammen, mein Name ist Julien Bosson. Ich bin U17-Nationaltrainer und I&S-Verantwortlicher bei Swiss Cycling. Heute beschäftigen wir uns mit der Trainingshierarchie, dem dritten Teil, die Intensitätsverteilung. Werfen wir zuerst wieder einen Blick auf die Trainingshierarchie. Wir sehen, je weiter wir in der Pyramide hochsteigen, je geringer ist der potenzielle Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Bevor wir über die Intensitätsverteilung sprechen können, müssen wir uns über den Term Intensität einig werden. Wir müssen also die Messmethodik, zum Beispiel mittels Herzfrequenz, sowie die Aufteilung der Intensitäten definieren. In diesem Input werden wir die Trainingsintensitäten in drei Zonen einteilen. Wenn also ein Radfahrer in Zone 1 trainiert, kann er über einen sehr langen Zeitraum, bis zu 24 Stunden, diese Leistung hochhalten. Im Gegenteil, in der Zone 3 trainiert er nur über ca. 15 bis 30 Minuten, bevor seine Beine wehtun und er ermüdet. Die Grenzen zwischen den Zonen sind in der Sportwissenschaft klar definiert. In unserem Beispiel grenzt die anaerobe Schwelle die Zone 2 von Zone 3 ab. In der Trainingsplanung und Trainingsauswertung ist es wichtig zu untersuchen, wie die Intensitätsverteilung über eine gewisse Trainingsperiode ist. Doch es gibt verschiedene Methoden, diese Intensitätsverteilungen auszuwerten. Und wir werden auch gleich sehen, dass diese Methoden zu unterschiedlichen Resultaten führen. Schauen wir uns doch eine Trainingswoche an, wo wir sehen, dass der Athlet in allen drei Zonen trainiert hat, wie ihr oben links sehen könnt. Die gängigste Methode wertet die verbrachte Zeit in einer Zone mittels Herzfrequenz aus und berechnet daraus die prozentuale Verteilung wie oben rechts. Doch eine Limitation dieser Methode ist, dass die Zone 3 unterschätzt wird, da die Herzfrequenz circa eine Minute benötigt, bis sie die Zone 3 erreicht, obwohl wir schon in dieser Intensität trainieren. Dies ist die sogenannte Time-in-Zone-Methode. Ein anderer Ansatz beschäftigt sich mit dem Ziel des Trainings ohne Berücksichtigung vom Aufwärmen, Pausen oder Ausfahren. Wir würden daher das Training von Montag der Zone 1 zuschreiben, das Training vom Dienstag der Zone 3 und so weiter. Nach welchem Muster verteilt sich bei euch die Intensität über eine Saison oder über eine gewisse Trainingsphase? In der wissenschaftlichen Literatur wird eine gewisse Intensitätsverteilung favorisiert. Es ist dies die polarisierte Intensitätsverteilung, da diese den größten positiven Einfluss auf die Ausdauerleistung hat. Dabei wird zur Quantifizierung der Intensitätsverteilung die Session-Goal-Methode angewendet. Die polarisierte Intensitätsverteilung besagt, dass 20% der Trainings in Zone 2 bis 3 stattfinden und 80% der Trainings in Zone 1 absolviert werden. Daher sprechen wir auch von der 80-20-Regel. Daher haben wir pro Woche zwei intensivere Trainings und den Rest füllen wir mit Zone 1 Trainings. Untersuchen wir die Intensitätsverteilung bei Eliteathleten, sehen wir, dass diese Verteilung je nach Trainingsphase anders ausschaut. Es ist daher unschwer zu erkennen, dass die Wettkampfphase eine polarisierte Intensitätsverteilung aufweist. Hier sehen wir die Auswertung von verschiedenen wissenschaftlichen Studien, welche die Wirkung von verschiedenen Trainingsinterventionen auf Untrainierte hier in grün und trainierte Personen in rot untersucht hat. Beide Gruppen wurden auf verschiedene Interventionen oder auch Experimente aufgeteilt. Diese Interventionen waren kein Training, Training in Zone 1, in Zone 2 oder in Zone 3. Wir sehen, dass die Untrainierten auf alle drei Trainingsinterventionen mit einer Leistungssteigerung reagiert haben, was auch nicht sehr überraschend ist. Hingegen bei den Trainierten können wir sehen, dass es doch eine gewisse Trainingsintensität benötigt. In diesem Falle eine Intensität über der anaeroben Schwelle, also Zone 3, um eine positive Anpassung in der Leistungsfähigkeit hervorzurufen. Hier eine weitere Studie, welche eine Tendenz zeigt, dass der Effekt von intensiverem Training die maximale Sauerstoffaufnahme, auch VO2 Max genannt, verbessert. Zudem ist zu erkennen, dass Training wirkt grundsätzlich, aber nicht bei jeder Person auf die gleiche Weise. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass die Kombination aus intensivem Training
mit Trainings bei niedriger Intensität zu favorisieren sind, fragen wir uns, welche Form von intensivem Training ruft die größten Anpassungen in unserem Körper hervor. Hier werden verschiedene intensive Intervalltrainings verglichen. 4x4 Minuten, 4x8 Minuten, 4x16 Minuten und Training bei tiefer Intensität. Es zeigt sich, dass das 4x8 Minuten Training den größten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat. Nun, was bedeutet das? Dass die Trainingsanpassungen des intensiven Intervalltrainings sowohl von der Intensität als auch von der gesamten aufaddierten Dauer bei dieser Intensität abhängen. In unserem Beispiel 4x8 Minuten gibt 32 Minuten bei ca. 90% der maximalen Sauerstoffaufnahme, VO2 max. Wir haben gesehen, dass die polarisierte Intensitätsverteilung fürs Training optimal sein kann, wo Trainings bei hoher Intensität absolviert werden und Trainings bei tiefer Intensität, aber mit großem oder hohem Trainingsvolumen durchgeführt werden. Um die Trainings bestmöglich zu planen und gegebenenfalls anzupassen, ist die Zusammenarbeit zwischen Athleten, Trainer und Sportwissenschaftler nötig. Vielen Dank und bleibt gesund.